Hier ist der MKN Küchenschnack. Taucht ein in die Welt der Profiküchen mit Olli und Tom. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben euch das in Folge 13 angedeutet. Irgendwann wird der große Tag kommen, dass der Tom, der Olli, der Markus mal zusammen sein werden. Und heute ist es hier in Salzburg passiert. Im Küchenschnack treffen wir uns zusammen. Markus Zierer vom FC Bayern. Servus Markus. Servus beieinander. Schön, was machst du hier? Sein darf. Was machst du hier in Salzburg? Erklär uns mal. Ja, ich wohne ja nicht so weit weg. Also und in Grafing bei München und dann habe ich mir gedacht, ich schaue heute mal vorbei. Und dann gebe ich mal die Frage gleich an meinen Lieblingshost. Olli, was machst du hier in Salzburg? Ja, das freue ich mich auch. Also, nein, ich bin natürlich hier, um unser Team hier im Süden zu supporten. Und Markus hat gesagt, er kommt. Da habe ich natürlich gesagt, wenn Markus kommt, dann komme ich auch. Und wir sind heute hier, ja, ist ja wunderschön, das Wetter ist toll, dass du dich auf den Sonntag hier aufmachst. Auf eine Messe zu gehen, das ist auch schon ein Ding. Ne? Aber schön, also wir haben das versprochen, damals in Folge 13 und heute ist sie hier und ich sehe ihn endlich mal so richtig im wahren Leben. Und das, was ich damals gesagt habe hier, wenn wir hier zusammen wohnen würden, ne, wir haben uns ja schon jetzt ein bisschen unterhalten miteinander und war schön, oder? Ja, voll, voll. Also wirklich gut. Ja. Was gibt's Neues bei dir? Eigentlich nicht so viel. Also wir sind super beieinander. In der Arbeit bastels und ja, macht Spaß. Wie viel Essen macht er im Moment? Ist ein bisschen was gewachsen im Leistungsnachwuchszentrum? Oder? Ja, also du merkst halt jetzt schon, dass alle wieder aus ihrem Homeoffice raus sind. Und im Leistungsnachwuchs-Leistungszentrum haben wir jetzt so 200, 220, 250. Die Frauen fühlen sich total wohl mit uns. Welche Frauen? Die FC Bayern Fußballfrauen. Da kannst du vielleicht mal ein bisschen ausholen. Hat sich da der Ernährungsplan ein bisschen geändert? Musstest du ein bisschen was anders kochen, seitdem du die Damen mit drin hast? Oder achtest du da irgendwie anders drauf? Oder gibt es ja, mehr Vegetarier? Oder bei was? Den Frauen merkst du schon, dass es viel mehr Vegetarier gibt. Also sie ernähren sich auch bewusster, finde ich, als wie viele jugendliche Nachwuchsspieler. Was aber natürlich auch dem Alter, denke ich mal, geschuldet ist. Und ja, wenn wir ihnen was mitgeben, was wir gerne machen, dann sind es eher jetzt auch Bowls und vegetarische Gemüsepfannen und so weiter. Da müssen wir halt auch immer schauen, dass wir die so herrichten, dass die halt, wenn die in so einem Bämmeri im Bus nochmal warm gestellt werden, dass die dann nach einer Stunde noch gut schmecken. Aber ist ja gut, da müsst ihr drauf reagieren. Ja. Wie lange dauert es, bis ihr seid ja der FC Bayern hier, du bist ein Bayern-Fan, du arbeitest sogar beim FC Bayern. Wie lange dauert das? Wie heißt die Stürmerin vom VfL Wolfsburg? Alexander Popp. Wann spielt Frau Popp? Wann wird sie abgeworben? Wer kauft ein? Ist das auch hier Salihamidzic oder wer ist das? Nee, das ist die Karin Danner und die Bianca Rech. Ich glaube jetzt, dass die Alex Popp nicht mehr zu uns kommt, aber wir haben jetzt gerade dieses Wochenende oder diese Woche mit der Lea Schüller verlängert und die bleibt jetzt bis 26 und die trifft ja auch gerade am fließenden Band. Ja, also ich meine, der Frauenfußball hat an Wertigkeit absolut seit der letzten EM war es, ne? EM hat er ja an Wertigkeit aufgenommen. Wir hatten in der vorletzten Folge hatten wir ein bisschen Probleme, ne, mit der Elisabeth, da wusste man nicht so richtig, wie die Trainerin der Nationalmannschaft hat. Haben wir ein bisschen geschwächelt, ich hab's schon wieder vergessen. Die Trainerin der deutschen Nationalmannschaft? Oh, ja. Erwischt. Das war unser gleiches, ja, Problem. Ne? Aber ich will noch mal kurz in die Küche reinbohren. Ne? Als wir uns getroffen haben, da war Corona gerade am Anfang. War hier Tecklenfossberg. Ja, genau, es war so ein langer. Tecklenburg, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Also jetzt passiert es uns aber nicht nochmal. Aber ich habe gemerkt, es liegt dir auf der Zunge, es musste raus. Es musste raus. Sehr gut. Okay. Ich muss noch mal in die Küche reinbohren. Wir hatten ja das letzte Mal vor Corona oder kurz vor Corona losging, unsere liebe Kellnerin hat uns was gebracht und dann stoßen wir an. Wohlgemerkt alkoholfreies Bier, ja, wir sind ja noch im Messedienst, ne? Aber dürfen wir schon mal weil du nachher einen Schluck nehmen. Ein nicht alkoholfreies Bier trinkst. Weil ich dann auch noch ein alkoholfreies Bier trinken werde. Jetzt fange ich das dritte Mal an mit der Frage. Corona-Beschaffungsmarkt. Du hast ja einen hohen Anteil an frischen Produkten in deiner Küche, wie wir wissen. Wie ist das jetzt bei dir im Moment? Siehst du das oder ist es problematisch, die Ware rechtzeitig bekommen in ausreichenden Mengen? Oder sagst du, mei, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird?
Also am Ende des Tages mit den Erzeugern, mit denen ich zusammenarbeite, haben wir langfristige, jetzt keine Verträge, aber wir haben halt einfach Handschläge. Und ich weiß immer, wo mein Öl herkommt. Ich weiß, wer mein Mehl mahlt. Ich weiß sogar teilweise, wer das Getreide zu der Müllerin hinbringt. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, wer mein Mehl mühlt, mahlt, mehlt. Ist eine Müllerin, auf alle Fälle. Natürlich hättest du es gesagt. Er ist ja Wortschöpfer. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und mein Metzger, wir haben da super Beziehungen zueinander und es hat sich nicht verändert. Also es ist immer gleich geblieben im Endeffekt. Ich hatte nie Angst, dass mir jetzt das Mehl oder das Öl ausgeht oder wie auch immer. Und selbst die Preise, dadurch, dass wir langjährig miteinander zusammenarbeiten, haben sich nicht exponentiell nach oben geschraubt. Also vielleicht beim Fleisch vielleicht einmal ein Euro oder 50 Euro oder sowas. Aber das zahlt sich im Leben meistens aus. Genau. Ja. Und ich meine, der Bauer, der uns die Hühner macht, der liefert uns jeden Monat 80 Stück. Und das ist fix. Das ist ja für ihn dann auch eine Konstante. Und das ist eine Konstante, genau. Und das sind Alpenhühner, die wachsen oben auf den Bergen im Pustertal. Sind das Alpenhühner? Alpenhühner. Polo Alpino nennen wir die immer. Ja, genau. Polo Alpino. Ja. Pollo Alpino. Polo. Okay, Markus, nochmal eine Frage. Wir waren Mitte 2020 bei dem Podcast. Da hat sich Gott im Himmel so viel verändert bei uns im Markt, in unserer Branche insbesondere. Wie sieht es bei dir aus oder sagen wir mal in deinem weiteren Umkreis? Ich glaube jetzt gerade so bei FC Bayern habt ihr das vielleicht noch nicht so gespürt. Aber so ringsherum sind ja ganz viele Kollegen einfach weggegangen. Die sind einfach weggegangen. Ja? Die sind Busfahrer, Baggerführer oder was weiß ich, sind bei Lidl an der Kasse und fühlen sich jetzt da wohl. Ist es bei euch auch oder wie ist es in einem näheren Umfeld? Was sagen die Kollegen? Also in meinem näheren Umfeld habe ich jetzt gehört, ich weiß nicht, ob das jetzt schon schriftfähig ist oder nicht. Das ist ein alter Lehrling von mir, sehr guter Koch geworden auch, also wunderbar. Der gibt jetzt seinen Betrieb einfach auf. Also das ist ein Familienbetrieb, der ist schon seit, weiß ich nicht, wahrscheinlich über 100 Jahren im Betrieb und der hört jetzt auf. Und das ist schon so wie so ein Stich ins Herz, wo du sagst, hey, ja, er findet keine Leute mehr. Jetzt ist er ein bisschen außerhalb. Da fährt jetzt nicht gerade die S-Bahn hin, da fährt jetzt auch nicht gerade der Bus hin. Ist ein total toller Betrieb, hat eigentlich immer, immer gut gekocht. Also sich abgehoben von diesen normalen bayerischen Landgasthöfen, also einfach auch mal ein bisschen exklusiver und ein bisschen was neuer und ein bisschen attraktiver und so weiter. Und der sperrt halt jetzt einfach zu oder gibt halt seinen Betrieb her und geht wahrscheinlich selber in die Marktwirtschaft und sagt, wenn ich mich jetzt dort als Küchenchef anstellen lasse, dann verdiene ich sicher mein Geld und muss nicht am Wochenende Erbsen zählen oder sowas. Ja? Wir werden die kleine Folge hier ja nicht groß ausarten lassen, aber ich will da noch mal eine Frage reinstellen, bevor wir dir drei schnelle Fragen und drei schnelle Antworten stellen, wo Olli sich schon mal die erste Frage ausdenkt. Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren ganz viel online gehabt. Ne? Online-Meeting, Online-Irgendwas, Online-Messen und was auch immer. Aber was bedeutet es für dich, jetzt wieder nach 3 Jahren Salzburg wieder mal auf dieser Messe zu sein? Und was verbindest du hier mit der Messe Salzburg? Nee, nachdem, dass es jetzt München immer irgendwie nie so richtig geschafft hat, attraktive Aussteller auf die Messe zu bringen, sage ich mal. Die haben ja da auch öfter mal wieder versucht, was Gastronomisches auf die Reihe zu bringen oder ich weiß nicht, warum das da nicht angenommen wurde. Und ich bin eh immer gern unter den Leuten und ich habe jetzt trotzdem mein Leben weiter gelebt und war jetzt nicht daheim isoliert oder wie auch immer. Also Ist Anfassen vielleicht wichtiger als Gucken? Also ist ja, eine immer, Messe? Immer. Also ich meine, ich könnte mir jetzt halt auch, keine Ahnung, www.mkn.de und dann schaue ich mir halt die Produkte an. Ja? Also, ich korrigiere geringfügig www.mkn.com, aber also, gut, weiter. Okay, Entschuldigung, ja. Aber das Erste, was ich jetzt heute hier gemacht habe, ich wollte wissen, wie der neue Flexi-Chef geht. Ja? Und was hat sich dort verändert? Wie ist das Handling? Wie sind ein paar Dinger? Und dann bin ich das einfach mal durchgegangen und so. Das hat mich jetzt... Und dann sehe ich dir noch einen super neuen Herd ausgestattet, wo der Tom mir jetzt auch erzählt hat, wie viele Jahre in Folge ein Stern? 29 Jahre in Folge ein Stern und stellt sich da jetzt nochmal ein neues Schmuckstück hin. Das finde ich Hammer. Fazit, wie gefällt dir der neue Flexi-Chef? Ja gut, sehr gut. Im Endeffekt ist es schon... Da muss ich natürlich mal eins sagen, bevor du dich hier um Kopf und Kragen redest. Ja, da ist es natürlich so, ich kenne keinen Kunden,
und da will ich dir jetzt nicht zu viel schleimen, der den Flexi-Chef mehr und intensiver nutzt als du oder als ihr in der Küche, das ist ja nicht nur du, das ist ja die ganze Mannschaft, ne? Ihr nutzt Programme, ihr nutzt Nachtgarn, ihr nutzt Druckgarn und wie bitte? Er nutzt alles. Ja, ne? Also du nutzt das Programm. Der fleißigste Mitarbeiter, wirklich. So ist das. Olli. So. Ladies and Gentlemen, wir sind heute hier in Salzburg auf der Messe. Alles für den Gast. Und wir lassen uns mal ganz schnell drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten einfallen. Frage Nummer 1 an Markus Zierer. Tom. Markus, was war das schönste Lied, was du heute auf der Herfahrt hier im Auto angehört hast und mitgesungen hast? Ja, das kann ich jetzt nicht so. Doch. Sag den Text. Nee, kann ich nicht. Ach, wir sind unter uns, Markus. Okay, komm, haus raus. Nee, bitte. Das schneidest du wieder. Nein, es war eine Reggae-Playlist und es war Bob Marley. Ein Lied von Bob Marley, war super gut. Wir finden das raus, wir reichen das nach. Okay? Okay. Markus, Frage Nummer 2. Du darfst dich nicht umdrehen. Um welches Sperrwerk handelt es sich auf dem großen Bild hinter dir? Habe ich dir vorhin erzählt? Ja, der Berg kommt angeblich aus dem Harz, aber das denke ich nicht. Das ist die Ogertalsperre, aber ich vermute mal, das ist ein Gerücht. Aber ich glaube, für alle, die hier auf der Messe gewesen sind, ja, weil wenn das online geht, ist ja die Messe schon vorbei. Ich glaube, wir haben mit dem Messestand diesmal wieder was Schönes erreicht, nämlich eine Tiefenwirkung, ein schönes Gebilde, ein schönes Gebirge im Hintergrund. Und da werdet ihr noch ein paar Bilder auf Instagram schon gefunden haben, ne? Und ich bin der Auserwählte, der die letzte und dritte Frage für dich stellen muss. Das ist das Restaurant, wo ich zuletzt richtig gut essen war. Der Adler, oder ja, ich glaube der Adler, du Steiner auf alle Fälle, 2 Sterne, in Freiburg. Und wann war das ungefähr? Außerhalb von Freiburg. 4 Jahre. Okay, dann muss ich die Frage noch mal ein bisschen ergänzen. Wo war ich zuletzt richtig gut essen im Umkreis von 50 Kilometern? Bei mir daheim. Okay, dann würde ich sagen, Markus, danke, dass du auf der Messe vorbeigeschaut hast. Wir versuchen den nächsten Tag noch 2, 3 andere Leute vors Mikrofon zu bekommen. Danke, dass du hier warst. Komm gut nach Hause. Danke. Tschüss für jetzt, sagt Olli, Tom und Markus. Danke. Winke, winke. Ja, im Norden würden wir sagen, was hat uns die Flut denn jetzt hier an die Küste gespült? Ne? Wen haben wir denn jetzt noch dabei? Endlich mal zum ersten Mal sehe ich dich live. Das ist eine Fehleinschätzung, weil wir haben nämlich gerade etwas gelernt. Du hast Olli schon mal früher getroffen und nicht nur im Podcast Folge 63. Erklär uns mal, wo war das? Ja, und zwar war eine Kücheneinweihung beim Gasthof Spitzer und da hatten wir uns schon mal gesehen. Aber Olli, als ich heute an den Stand komme, schaut mir an und sagt er, ah, servus, wie geht's? Jetzt sehen wir uns mal zum ersten Mal. Ich so, nee, wir haben uns schon mal gesehen. Und er kam nicht drauf. Ja, wir haben nämlich heute hier, wer wurde uns angespielt? Das war ja die Frage von dir, Olli. Und Paul. Das ist Paul Pastor von der Wichtel Akademie aus München. Folge Nummer? 63. Folge Nummer 63. Folge Nummer 63 war das. Und wie hieß noch deine nette Kollegin? Elena Pilney. Die grüßen wir hier an dieser Stelle noch ganz herzlich. Die wolltest du nicht mitnehmen heute? Der hat keine Zeit gehabt. Okay. Ja, aber wir müssen ganz einfach mal sagen, es ist wunderschön, hier viele bekannte Gesichter zu sehen. Nicht alle können wir jetzt hier kurz interviewen, aber bei dir nehmen wir uns jetzt einfach mal die Zeit. Paul, wie ist dein Eindruck von der Messe jetzt gerade? Also bei mir ist ja Messe Salzburg jedes Jahr Pflichttermin. Ich finde auch die Kontakte, die man hier sammeln kann, wirklich super. Und hier hast du halt an einem Fleck alles vertreten, was wirklich in der Gastro wichtig ist, was auch... Wenn du irgendwie zukunftstechnisch irgendwas weiterbringen willst, kannst du echt Einflüsse holen und auch dementsprechend das besprechen. Warum ist die Messe so beliebt? Was macht sie anders als andere Messen? Wenn wir kurz dahin schwenken würden, ich glaube die Berge. Also das Flair und die Atmosphäre. Wie gesagt, in Österreich so alles locker, alles easy, gell? Und es ist mega geil. Also ich komme immer jedes Jahr gern her. Jetzt hast du ja gesagt, hier die Kontakte, die man treffen kann. Was sind denn so ein paar Köche, die man vielleicht kennt oder wo man die Namen schon mal gehört hat, die du so in den letzten Minuten oder Stunden hier auf der Messe getroffen hast? Also Stefan Marquardt habe ich getroffen und auch kurz mit ihm reden können. Und wirklich mega interessant, auch zwecks Kinderernährung, was betrifft, was er da für Ideen hat, war ein Hammer. Und jetzt zum Ende gerade eben Luki Maurer, richtig cooler Typ.
Nee, aber echt cool und dieser Austausch, finde ich, ist auch mega cool. Also macht super Spaß. Jetzt kommt natürlich eine Frage, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf unseren Küchenschnack mal ein bisschen umschwenken. Ne? Du hast die Folge 63 mit uns aufgenommen und ich darf das hier mal verraten, das war eine sehr hochgeklickte Folge. Das Interessante bei uns ist, dass wir jetzt nicht nur die letzten Folgen immer im Blick haben müssen, sondern es ist aufgrund, dass wir jetzt schon über 70 Folgen draußen haben, gucken wir gar nicht mehr, wie viel wurden die letzten Folgen geklickt, sondern wie viel klicken pro Monat, weil wir gar nicht mehr den Überblick haben, was sehr positiv ist. Aber Luxusproblem. Ein kleines Luxusproblem, was ausschließlich an Olli liegt, aber das ist ein anderes Thema. Selbstverständlich. Und sein Aussehen. Aber Paul, jetzt mal ganz ehrlich, mal ohne irgendwelches Ding. Wurdest du mal angesprochen? Wurde das irgendwie bemerkt, der Küchenschmack? Hast du irgendjemanden mal gehabt, der gesagt hat, ach, ich habe dich da im Podcast gesehen? Oder hast du das mal angesprochen? Oder wie hast du da was gemerkt? Ja, also wie gesagt, ich mache regelmäßig Elternabende in den Einrichtungen. Und da erwähne ich es auch regelmäßig. Ich sage, pass auf, wir waren auch in einem Podcast gemacht und erklären auch da, wie wir kochen, was wichtig ist. Und es waren auch schon Eltern, die mich angesprochen haben und sagt dann, oder auch Mitarbeiter, wirklich Kollegen, mit denen ich eigentlich nicht viel zu tun habe in meinem Alltag, sagt dann, ey, cool, ich hatte den Podcast gesehen. Ja, die haben gesagt, du warst ja im Podcast und wir waren der tolle Typ, der neben dir war auch mit der Glatze, oder? Die haben mich gemeint, ja. Nee, also alle fanden es wirklich positiv und fanden es eine mega, mega Fläche, wo man das wirklich auch kundtun kann, was wir machen. Also wirklich top. Sollst du morgen wieder arbeiten? Natürlich. Wann geht's los? Um 6. Wie viel Essen musst du morgen kochen? 2650. Frage Nummer 1, 3 kurze Fragen, 3 kurze Antworten. Einmal deine Auswahl an Speisen morgen. Gemüsecurry mit Jasminreis. Oh. Was für ein Curry nehmt ihr da? Vom Wieberg. Darf keine Werbung machen, aber Curry Madrocas. Ist zu spät, du hast gerade Werbung. Ja, mach nichts. Und du darfst das. Nee, wirklich ein Top-Curry, was man wirklich, also für die Kinder mega fruchtig. Und ja, super. Frage Nummer... Warte. Ich muss mal für meinen Vater fragen. Machst du Mango-Chutney in deine Currysoße? Nein, Mangosaft. Okay, gut. Das geht in die Richtung. Frage Nummer 2. Wer wird dieses Jahr Fußball-Weltmeister in Katar? Ich würde mich ja freuen, wenn es Ungarn wird, aber ich glaube es nicht. Ich glaube überhaupt dabei? Ich glaube ja. Das wäre nicht schlecht. Nee, ich hoffe die Deutschen dieses Jahr endlich mal. Frage Nummer 3 und letzte Frage. Welche 2 Vereine steigen ganz sicher von der 2. in die 1. Bundesliga auf? Darmstadt. Und? Sag das Richtige, mein lieber Freund. Hamburg. Danke, sehr gut. Paul, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank für die kurze, schnelle Folge hier im Küchenschnack. Danke, das sagt Olli, der Tom und der Paul. Wir haben es euch gesagt im vorletzten Podcast und es ist passiert. Olli hat sich lange drauf gefreut und Olli. Da ist er wieder. Hier in Stuttgart, sage ich schon, in Salzburg auf der Alles für einen Gast. Wen haben wir hier neben uns? Ja, wir haben den Heli Schimmald. Hallo Heli, wie geht's dir? Hallo Olle. Hallo Tommy. Wie geht's euch? Ja, uns geht's gut. Wie geht's dir? Du, immer wenn ich bei ihm kennt bin, geht's mir hervorragend. Okay, also ich möchte als allererstes sagen, wir haben ihn ja, ich habe ihn ja meistens hier auf der Messe erlebt. Ne? Manchmal war es auch in Hamburg, hast uns da supportet und so, aber meistens hier. Und ich muss sagen, du hast immer ein bisschen nach Küche gerochen. Heute. Geduftet. Nach Küche geduftet. Ja, okay, geduftet von mir aus. So, und heute ist das erste Mal, dass du so richtig entspannt aussiehst, ungestresst und nicht so, als ob du direkt aus der Küche kommst, was auch damals so war, oder? Das war damals so. Ich bin aus der Küche gekommen und bin wieder in die Küche gegangen. Ich habe meinen Betrieb gehabt da in Salzburg. Diese Zeiten sind Geschichte, sie sind vorbei und jetzt habe ich ein etwas entspannteres Leben, aber trotzdem sehr konzentriert und ja, es geht mir gut, sehr gut sogar. Es war am 30. Juli 2020, es war die Folge 10 im MKN Küchenschnack und zu Gast war Helmut Schinwald mit der schönen Folgennamen Promi-Knocker, weil du hattest das Restaurant vom Inhaber Franz Beckenbauer, genau. Die Riedenburg in Salzburg gehabt und genau. Da haben wir dich damals gerne... Wie lange war das? Fast 9 Jahre. Bis 31. Juli 2021
war ich dort Küchenchef und auch Inhaber dieses Restaurants. Und dann hat Franz Beckenbauer verkauft und dann habe ich gesagt, okay, dann macht es auch keinen Sinn mehr. Ja. An der Stelle, wie geht's Franz Beckenbauer gerade? Du, ich glaube, es geht ihm gut. Er ist natürlich ein bisschen gezeichnet. Ich meine, als Bayern-Fan, wie sollst du da gehen? Du bist zwar ewig Meister, aber die Spannung ist auch weg. Und ja, den Spruch hat er schon das letzte Mal gebracht. Ja, es ist einfach so. Ich meine, als gelbe Zecke ist natürlich ist man immer ewiger Zweiter, aber da gewöhnt man sich auch dann, ewiger Zweiter zu sein. Aber na, Franz Beckenbauer geht es, glaube ich, im Großen und Ganzen ganz gut. Aber ich hole mal was auf, ich will noch mal kurz eingrätschen. Und zwar, als wir den Podcast aufgenommen haben, ne, da hast du damals eine Sache gesagt, ja, und ich mache da nebenbei, meinen Küchenmeister. Genau, Küchenmeister. Ja, ich mache den Küchenmeister nebenbei, und weil ich mich so für Sous-Vide-Garn interessiere und deshalb möchte ich mich weiterbilden. Dann war der Podcast vorbei, wir hatten aufgelegt und hat mich Olli dann auch angerufen und sagte, so ein Spinner, so ein Vogel, was war, wieso nimmt denn der, der macht doch nicht einen Küchenmeister wegen Sous-Vide-Garn oder was. Da haben wir damals schon gesagt, irgendwas stimmt nicht. Ja. Was ist denn passiert? Was ist denn dein Job heute? Wo bist du jetzt unterwegs? Genau, ich habe meinen Job geändert. Ich habe mein Lokal zurückgegeben. Praktisch, wie gesagt, Franz Beckenbauer hat verkauft. Ich hatte privates Schicksal, Schläge ein, zwei hinnehmen müssen. Und dann auch mit Corona. Und die ganze Situation war, ich habe mich nicht mehr ganz so wohl gefühlt und bin auch mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen und habe dann aus Altmünster, das liegt am Traunsee bei Gmunden, habe ich ein Angebot gekriegt. Ich konnte eine duale Ausbildung machen zum Berufsschullehrer und habe das dann in Anspruch genommen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, ein Jahr dort zu unterrichten und hätte kündigen können, ohne mit Angaben von Gründen. Und bin jetzt seit fast zwei Jahren dort angestellt als Kochlehrer, mache nebenbei eine duale Ausbildung, mache meinen Bachelor in Pädagogik. Bin im dritten Semester, fange jetzt in einem Jahr an, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Unterrichte dort fünf Fächer. Neben Kochen unterrichte ich auch Fachkunde, Betriebsorganisation, Ernährungslehre und Englisch. Ja. Reißt du den Altersdurchschnitt hoch in deinem Kurs, also in deinem Studium? Die ersten Kurse waren früher immer Junglehrerseminar und die haben sie jetzt umbenannt auf Neulehrerseminar, seit ich dabei bin. Aber da sieht man mal wieder, liebe Zuhörer und Zuhörer, besonders auch die Jungen unter euch, was der Beruf des Kochs alles mit sich bringen kann und was man alles, wie man sich weiterentwickeln kann, Betriebswirt, Hotelwirt, alles wunderbar. Und jetzt bist du dann nach einer großen Reise, Amerika warst, hast in vielen Stationen gearbeitet. Ich erinnere mich noch an gut alten Tann am Golfplatz, genau, draußen in Hendorf. Und dann gehst du ins Restaurant vom Beckenbauer und bist jetzt Berufsschullehrer. Wir gönnen dir das sehr. Wir gönnen dir das sehr. Ich habe eine Frage, Heli. Glaubst du noch an die Zukunft des Kochs? Definitiv. Du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt Fachkunde unterrichte, ich bin jetzt kein so typischer Lehrer. Ich gehe jetzt nicht rein in die Klasse und mache das Buch aus und sage, okay, heute machen wir über Eiweiß, sondern ich erzähle denen zu jedem Thema irgendeine Geschichte. Ich meine, ich habe 35 Jahre Koch ja genug erlebt. Nochmal den Anfang. Du redest über Eiweiß und dann erzählst du zu jedem eine Geschichte, oder was? Genau, ich erzähle einfach über Eiweißbindung. Mhm. Erzähle ich dann eine Geschichte, was ich in meinem Berufsleben erlebt habe. Und dann sitzen die Schüler denen mit großen Augen und mit offenem Mund und sagen, erzählen Sie uns bitte mehr davon. Und da sieht man, dass das Interesse definitiv da ist. Heli, der Geschichtenonkel, weißt du, in der Schule. Es gibt natürlich die Geschichten, ist natürlich auch ein bisschen Jägerlatein dabei. Hm. Es ist ganz logisch, man schmückt die ganze Sache ein bisschen aus. Kann man sich bei dir gar nicht vorstellen. Nee, kaum zu glauben, weil ich bin ein ehrlicher Mensch. Aber trotzdem, die Schüler, das Interesse ist definitiv da. Und ich habe das vorhin schon gesagt, eins der wenigen guten Sachen vom Lockdown oder von Corona ist einfach, dass der Beruf wieder viel mehr aufgewertet ist und dass die Arbeitgeber einfach die Mitarbeiter viel mehr schätzen, weil sie einfach gesehen haben, es gibt viel weniger Köche, viel weniger Mitarbeiter. Und früher haben wir wirklich Überstunden kaum bezahlt gekriegt. Wir haben in den ärgsten Löchern gewohnt und. Und das hat sich alles verbessert. Es ist viel besser geworden. Es gibt Betriebe, die bauen riesengroße Personalhäuser mit Swimmingpools und Saunadrennen. Der Kochberuf wird sicher eine Zukunft haben. Wie ist es mit der Auslastung in den Berufsschulklassen derzeit? Weil
wir haben ja, wir sprechen mit einer Menge Leute und das Personal ist immer so ein Thema. Und die Berufsschulen bei uns oben, das ist schon ein bisschen weniger geworden, ne? Wie ist es bei euch? Bei uns ist, wir hatten bei uns im Durchschnitt 2.500 Schüler pro Jahr. Das hat sich halbiert mit Corona. Schüler oder Köche? Schüler. Mhm. Das ist aber nur für das Bundesland Oberösterreich. Mhm. Und wir haben in diesem Jahr um 20% mehr Anmeldungen wie das Jahr zuvor. Für Gesamtschüler? Für Gesamtschüler. Und wie schaut es mit Köchen aus? Kannst du das sagen? Oder weißt Küche, sehr gut. Küche wirklich gut. Man merkt, dass viele Emigranten in den Kochberuf einsteigen, wo ja wieder ganz interessant ist, weil die auch wieder eigene Kochkultur mitbringen. Und wir haben sicher in jeder Klasse irgendwie aus Afghanistan, aus Syrien oder solche Länder dabei, die aber zum Teil sehr gewillt sind, diesen Beruf zu lernen und einfach ihre Chance da sehen. Und ich bin wirklich guter Hoffnung und ich glaube auch, dass das definitiv weitergeht. Aber in der Kombination, sagen wir so, nicht mehr so viel wie zu meiner Zeit vor 30 Jahren. Weil wir haben uns ja hinten angestellt und haben gehofft, dass wir einen Lehrbetrieb kriegen oder einen Lehrberuf oder den Beruf des Koches lernen dürfen. Und jetzt ist einfach so, dass in Kombination mit der Infrastruktur die Küche einfach die Möglichkeit haben, auf hohem Niveau kochen zu können, weil sie sich einfach viel mehr fortbilden. Mhm. Die Kochlehrlinge im dritten Lehrling heute im Vergleich zu vor 30 Jahren sind Generationen dazwischen. Ich glaube das sofort und ich hoffe, dass das auch in Deutschland irgendwann wieder umschwappen wird, weil wir haben aktuell eine Zahl, aus 4 Kochklassen in München haben sie nur noch eine gemacht. Wahnsinn. Und das ist schon ziemlich bedenklich. Ne? Na, wir sind bei uns ja auf der Schule 8 Kochlehrer und wir sind voll ausgelastet. Wir haben immer 8 Kochklassen pro Lehrgang. Das heißt, dass wir wirklich genügend Küche noch im Nachwuchs haben. Wie gesagt, die große Schwierigkeit wird sein, oder unser großes Bemühen muss einfach sein, die Leute im Beruf zu halten. Jetzt mal noch die letzte Frage, bevor wir unsere Lieblingskategorie gehen, in der wir uns seit einer Woche darauf vorbereiten für dich. Aber ich kann das gleich sagen, es wird eine kurze Lieblingskategorie, aber eine deftige. Alles für den Gast. Ja. Wie ist dein Eindruck? Wir waren 3 Jahre nicht hier, wir haben uns 3 Jahre nicht auf der Messe gesehen. Wie ist dein Eindruck? Sehr positiv. Weniger Besucher, aber mehr Fachpersonal. Ich glaube einfach, dass die ganzen Schnorrer, die einfach nur durchgegangen sind und haben sich besoffen und haben nur geschaut, dass sie Werbepakete mitkriegen an Nudeln oder anderen Sachen, die sind weg. Ich finde einfach, es ist viel angenehmer durchzugehen. Du hast Platz, du wirst einmal geschoben. Du kannst dich unterhalten, der Geräuschpegel ist viel niedriger. Ich finde es sehr, sehr angenehm. Das ist schön. Ja, mir geht das ähnlich. Und dann ist es auch soweit. Wir machen natürlich heute eine verkürzte Form von unseren 10 Fragen, 10 Antworten. Heute sind es nur 3. Super. Ja? Und die Frage Nummer 1, die stelle ich dir direkt. Ja? Und zwar, Borussia Dortmund spielt noch in der ersten Bundesliga. Du bist Dortmund-Fan? Ja. Sag mir den letzten Tabellenstand am letzten Spieltag von Borussia Dortmund. Der erste Platz wird in diesem Jahr nicht vergeben, weil die Mannschaft in Insolvenz geht. Der FC Bayern wird leider absteigen. Zweiter wird hoffentlich Freiburg, weil ich glaube, dass Christian Streich der beste Trainer in der deutschen Bundesliga ist. Und dann kommen sofort die Borussia Dortmund. Die einzige wahre, richtige also, Borussia. Also Platz 3. Wie gewohnt, Helmut, kurze und prägnante Antworten, das lieben wir sehr. Ja. Deshalb Frage Nummer 2 von mir. Und Olli hält das Mikrofon rüber. Frage Nummer 2 von mir. Das war meine Schulnote am Ende der Kochpraxisausbildung in meiner Schule. Eine 3. Aber nicht, weil ich nicht fähig war zu kochen, sondern weil ich einfach, es war ja meine zweite Ausbildung und ich hatte damals schon ein Auto und es war alles wichtiger als die Berufsschule. Mhm. Also es lag an dir. Gut, dann finally, weil wir haben dich ja schon hier gehabt, das ist jetzt ja, 2 Jahre her, über 2 Jahre schon, die Jahre verfliegen. Was macht Heli Schienwald?
heute, 2023, in exakt 10 Jahren? Ich werde darüber nachdenken, wie viele Jahre ich noch arbeiten muss, weil dann werde ich kurz vor der Pension stehen. Und ich werde definitiv noch kochen, weil ich habe noch privat eine kleine Catering-Firma, wo ich noch kleine, feine Caterings mache, weil ich einfach nach wie vor der Meinung bin, Kochen ist der geilste Beruf auf Gottes Erden. Und ich werde aber viel, viel Zeit hoffentlich mit meiner Frau verbringen und, wenn ich darf, noch ab und zu am Stand von MKN spazieren gehen. Jederzeit bist du natürlich immer willkommen, weil du zur Familie gehörst, mein lieber Heli. Es war schön, dich hier zu sehen. Dankeschön. Also, liebe Leute, ja, das war der dritte Part hier vom, haben wir mal eben so aufgenommen hier in Salzburg, ne? Genau. Unscripted. Liebe Leute, bis bald. Wir sehen Mach's uns. Gut. Heli, danke, Ciao. Dass du dir die Zeit genommen hast. Bis bald. Ja, jede Zeit wieder gern. Danke. Ciao. Ladies and Gentlemen, jetzt haben wir mal was ganz Feines am Start hier. Und zwar haben wir Glück, denn ich werde heute den Messestand verlassen, Tom. Ja? Was sehr schade ist. Was sehr schade ist, muss ich auch sagen, weil müssen wir heute in dieser Folge unbedingt noch erzählen, denn wir haben ja neben der Messe auch noch eine ganz, ganz tolle Aktion hier teilweise. Aber, meine Damen und Herren, es ist hier, nicht böse sein, die anderen Herren, die wir bisher hatten, aber jetzt haben wir hier zwei Damen und das bringt natürlich besonders Spaß. Ne? Und dennoch zusammen hier an einem Tisch die Julia von Klitzing und unsere Franzi Weidner von Food Trucks United und vom Hotel Kompetenzzentrum. Und die Fans vom Küchenschnack, die wissen natürlich genau, in welcher Folge die beiden zugegen waren. Das war nicht Folge? 54 und Franzi war 44. Yo, Schnapszahl, kann man sich gut merken. Herzlich willkommen, ihr zwei Süßen. Danke, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Die Frage, die mir auf den Lippen brennt, ist die, als du in den Podcast gekommen bist oder erschienen bist, wir wollen es ja nicht so direkt sagen, hast du ja vorher den Küchenschnack nicht gekannt? Nein. Ich habe damit nichts zu tun. Bei mir hat das kurz auch gerade gedauert, ich habe gleichzeitig mit dir lachen Ach, ihr Papa merkt es. Küche, kennst du einen, kennst du Aber das war vor 30 Jahren mal witzig. Ja. Vielen Dank, sehr lieb. Jetzt kriegen wir sogar noch was zu trinken. Oder? Also, als du in den Küchenschnack zu Gast warst, hast du ja den Küchenschnack vorher nicht gekannt, muss man ja ganz klar sagen. Ich hatte davor überhaupt gar keine Ahnung, wer ihr seid. Genau. Und was uns jetzt natürlich interessiert, weil wir wollen ja jetzt hier nicht groß wieder über Food Trucks und alles reden oder das Hotel Kompetenzzentrum, weil das kennt ja jetzt jeder, der den Küchenschnack schon mal gehört hat, aber bist du nach deinem Auftritt auch mal angesprochen worden? Hat jemand gesagt, was ist das? Oder hat irgendjemand mal gesagt, ach, ich habe was gehört? Tatsache, nicht nur einmal, sondern wirklich öfters. Und wegen euch oder mit euch und wegen mir hat sich auch ein ganz, ganz toller Gastronom aus Günzburg mit einem Foodtruck selbstständig gemacht, weil der so inspiriert war von unserer Küchenschnack-Folge, dass er gesagt hat, ich rufe da jetzt einfach sofort an. Und ja, also ich werde auch jetzt noch angesprochen. Ich werde auch ganz oft auf meinen Zusammenhang mit MKN tatsächlich angesprochen in Bezug auf Küchentechnik. Ja, Leute, ihr könnt sehen, man kann hier bei uns was mitnehmen. Und wir sind Content Creator. Ja? Und was dann hinzukommt, denn das kann die Julia jetzt mal beantworten. Ihr habt ja gerade was Interessantes gesagt. Ja. Haben wir nicht viele interessante Sachen gerade erzählt? Ja doch, aber was jetzt gerade bei mir hängen geblieben ist, ihr beide seid jetzt miteinander vernetzt und das wegen uns. Das stimmt. Ich habe Franzi durch Tom kennengelernt und ich bin dir sehr dankbar. Vielen Dank an der Stelle. Gerne. Wie könnt ihr denn euch gegenseitig da gut tun? Einfach bei dem zu unterstützen, was man macht, das muss, glaube ich, auch zu Anfang nicht immer ein konkretes Projekt sein oder so, sondern einfach drüber reden, Erfahrungen austauschen, teilen. Franzi war erst vor einer Woche Netzwerken, ja. Genau, bei einem coolen Event, wo ich sie bei uns eingeladen hatte. Wir haben ihre Foodtrucks an unserem Partner-Sommerfest da gehabt. Ne? Also es geht manchmal auch einfach nur um den gegenseitigen Support. Ja. Man kann sich auch einfach nur mögen. Da siehst du mal, was alles daraus kommt. Und vor allem sind wir zwei Powerfrauen, zwei Powermädels, die auch als gutes Vorbild vorangehen können, gerade in einer sehr männerlastigen Domäne hier mit Gastronomie. Wir beide zusammen, das wird noch richtig cool. Das liegt nicht an uns. Wir wollten immer Frauen einstellen und so weiter, aber es ist wirklich schwer. Ach so, hier, könnte man aber einen Aufruf starten. Ne? Leute, ja. Jedes Mal, wenn wir irgendwie VerkaufsleiterInnen suchen. Oh, jetzt gegendert. Also jedes Mal, wenn wir Leute suchen im Außendienst, im Vertrieb,
da melden sich immer nur Männer. Und traut euch, Mädels. Ja, auf jeden Fall. Wir haben so viele coole Jobs und MKN ist ein cooles Unternehmen. Bewerbt euch. Ja. Nicht alle Köche sind so wie... Wir würden sehr gut auf euch aufpassen und ihr würdet auch wunderbar ins Team passen. Ne? Ja, das, wer dieses Bewerbungsvideo von uns mal gesehen hat, ne? Also dieses Bewerbungsvideo, wo wir Leute gesucht haben, haben wir auch explizit Frauen angesprochen. Also wir haben extra gesagt, Mädels, bewerbt euch. Und ich meine, wir betreiben das ja hier auch auf dem Messestand. Es ist nun mal so, dass das eine Männerdomäne ist, aber wir haben auch hier auf dem Messestand eine Dame mit dabei, weil ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch ganz, ganz wichtig, dass man ein Statement setzt. Ich erinnere mal an die Folge mit unserer Frau Albrecht. Ja, das ist die von der deutschen Köchin-Nationalmannschaft. Genau. Geile Folge übrigens. Ja. Und sie hat ja auch klipp und klar gesagt, in diesem Nationalmannschaftsteam sind mittlerweile 7 oder 8 Frauen organisiert. Und wir haben jetzt eine neue Seite auf Instagram kreiert, wo es nur um die Nationalmannschaft geht. Und wenn du da die Bilder siehst, wird jeder einzeln vorgestellt, das sind in erster Linie Frauen. Und das, liebe Leute, das wollen wir. Ja, wir wollen die Damen in die Küche mit reinbringen. Julia, ich will aber dich auch nochmal fragen, wurdest du auch mal angesprochen? Ja, ich habe ganz viel Feedback bekommen. Ganz viele Leute haben es angehört und fanden es total cool und haben sich auch so für die Tipps oder Denkanregungen gefreut und so weiter. Und auch so ein bisschen die Angst oder Hemmschwelle zu nehmen, so, das ist sehr dankbar angenommen worden. Wollen wir aber das Geheimnis um deine Aufnahme lüften? Wollen wir sagen, wie deine Aufnahme entstanden ist oder warum die entstanden ist? Erzähl. Ja. Also, wann habe ich dich angerufen, dass wir aufnehmen? Den Tag vorher. Nachmittags, Montagnachmittag oder so. Und warum? Weil du niemanden hattest. Das ist die Wahrheit. Uns ist tatsächlich einer an dem Tag abgesprungen und wir hatten die Zeit. Das hört man nicht gerne, Tom, das weißt du schon. Ne? Das Notnagel ist keiner. Ja, du warst der Notnagel, aber es war... der schönste Notnagel, den wir je hatten. Habe ich mich jetzt zum VIP gemeistert? Ja? Nein, ja. Nein, also du warst ja... Danke, es wird immer besser. Nein, es ist so. Die Wahrheit ist so. Ich habe ja zu Hause oder wir haben zu Hause eine Liste liegen mit Leuten, die wir gerne hätten, die teilweise erreichbar, teilweise nicht erreichbar sind. Und wir haben natürlich mit Leuten, wo wir wissen, die würden auch mal wollen oder da würde es Sinn machen. Du standest natürlich auf der Liste, nur in einem Zusammenhang, der nicht mit dem Thema der Generation-Geschichte stand. So. Und dass mir dann so spontan, und jetzt können wir natürlich sagen, sowohl der Podcast mit Franzi, wie auch der Podcast mit dir, und das ist das Interessante und das ist das, wo wir am Anfang angefangen haben. Exorbitant über dem normalen Durchschnitt, genau, der Hörerschaft. Und er wächst halt jetzt noch. Das ist noch eine letzte Frage. Ne? Wir wollen das ja nicht ausmachen. Aber kannst du erklären, warum zum Beispiel so ein Podcast, obwohl der jetzt von dir ja über ein Jahr alt ist, warum der heute noch geklickt wird, warum der heute noch wächst? Ja, weil wir ihn immer wieder teilen. Also ich ihn ja auch öfters mal wieder mit reinnehme bei mir auf den sozialen Netzwerken und weil die Leute darüber gesprochen haben und die Leute immer weiter darüber sprechen. Und unser Thema mobile Gastronomie ein Thema ist, was, als wir den Podcast aufgenommen haben, gerade am Anfang war. Und jetzt wird das Ganze noch weiter sich nach oben entwickeln. Und deswegen glaube ich auch, dass der Podcast noch öfters angehört werden wird. Vielleicht sollten wir da auch nochmal eine Nachfolgefolge machen nach einem Jahr. Was hat sich getan in der mobilen Gastronomie als Idee oder als Input auch für die Zuhörer? Ja, es sind brandaktuelle Themen. Ne? Also ganz viele beschäftigen sich mit der Zukunft. Was bringt die Zukunft? Und da hat Franzi eine Lösung. Und in meinem Podcast gibt es ein bisschen Input darüber, wie die Generation vielleicht funktioniert, was das überhaupt ist, was ich damit anfangen kann, damit ich erstmal so ein Grund-Know-how habe. Und wir wissen ja alle, so ein Podcast nebenbei so ein paar Infos zu konsumieren, während im Auto fahren oder so, wird halt gern ja wirklich... Und die Verunsicherung der Leute auch. Also glaube ich, dass das, wir können helfen in dem Fall mit den Podcasts. Ich glaube auch, dass der Titel eine Rolle spielt. Ja. Ja, definitiv. Weil Food Trucks United, Food Trucks, muss man reinhören. Dann bei Julia, wie bekomme ich Generation Y in mein Restaurant? Ja, ich meine, das will jeder Gastwirt wissen, ja? Genau. Aber Ladies and Gentlemen, nichtsdestotrotz, was haben wir für einen Spruch benutzt letztes Mal? Schweißer sind mehr. Also, wir haben auf jeden Fall die Julia und die Franz hier und wie ihr uns kennt und wie ihr das von uns kennt. Normalerweise sind es 10 Fragen, heute sind es 3 Fragen, 3 Antworten an Julia und an die Franzi. Erste Frage, Tom. Erste Frage geht an Franzi. Was glaubt ihr, wird eher passieren? Bezahlen im Restaurant mit Bitcoin oder Legalisierung von Cannabis in einem Restaurant kaufen? Cannabis.
Ja, ich bin auch fürs Cannabis. Das ist auch fürs Cannabis. Bitcoins. Ich bin auch fürs Cannabis, übrigens. Don't walk on the grass, smoke it. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, aber wir werden sehen. Frage Nummer zwei. Wir müssen dazu sagen, hier, wenn man hier in Salzburg ist zur Messe, könnt ihr euch vorstellen, ein wunderbares Hotel, Hotel Friesacher, muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Ja, ja. Schönes, geiles Hotel. Und neben leckeren Essen gibt es natürlich auch einen wundervollen Spa-Bereich. Also ihr müsst euch das vorstellen, wenn wir von dem Messestand runtergehen, dann dauert es eine Viertelstunde, wenn man angekommen ist. Und dann ist man in dem Spa-Bereich, in der Sauna, in Dings. So, da gibt es Leute, die sind im Spa-Bereich und andere Leute, die sind auf dem Laufband und auf dem Stepper und was weiß ich, machen ihre sportliche Betätigung. Und dahin geht auch meine kurze Frage. Hättet ihr diese Möglichkeit der Wahl? Spa-Bereich oder ins Gym? Das habe ich schon letztes Mal schon beantwortet. Ich mache keinen Sport, ich wäre im Spa-Bereich. Die Antwort von Franzi kenne ich. Klar, Sport. Also einfach ganz klar. Sportbereich. Okay, ja, dann haben wir hier eine klare Trennlinie gezogen. Ja. Ja. Aber darf ich noch kurz was sagen? Mädels, auch noch mal ein Punkt, um bei 1KN anzufangen. Ihr könnt dann mit den Jungs in den Sparbereich gehen, oder? Ist doch geil, oder? Hallo? Wo kann ich mich bewerben? Ist das eine Strafe, oder? Strafarbeit. Da wir ja auch kleine Naschkätzchen sind. Große. Bitte? Große. Große Naschkatzen. Wenn man mal hinten in unser Backoffice guckt, die Auswahl ist sehr groß. An jeden die Frage, bist du eher die Fraktion Weingummis und Schokolade oder bist du die Fraktion Chips und Erdnüsse? Weingummi und Schoki. Also Chips kann ich aufhören, Schoki kann ich nicht aufhören. Tito, ich fühle es. Ich fühle es genauso. Schokolade, wer meine Handtaschen kennt, in jeder Handtasche ist eine Schokolade, die irgendwo verschmiert ist. Und das kann ich nur bestätigen. Wir waren neulich, wo ich bei dir essen war, dann sind wir noch nach Oberschleißheim gefahren und auf dem Weg zum Auto macht es auf einmal eine kleine Brotbüchse auf. Ich denke, oh, was gibt's jetzt? Eine Stulle? Nein, klapp auf. Und da war schöne viereckige Schokolade. Geht, glaube ich, mit R los und hört mit Ittersport auf. War sehr lecker, ja. Wenn du dafür Werbung machst, war gestern im Supermarkt, wollte mir was Vernünftiges zum Abendessen kaufen, hab mir zwei neue geile Sorten von Rittersport gekauft, kann ich nur empfehlen. Weiße Schokolade mit Crisp und Zimt, der Knaller, sie war weg übrigens zudem. Also es gibt sie nicht mehr, die Schoki. Hätte ich auch zugegriffen. Okay. Liebe Leute, das ja, war jetzt... was war das? Das waren jetzt zwei Damen, das war jetzt Person 4 und 5 im kurzen Küchenschnack hier ja, auf der Masse. Beende auch diesen und wirklich, es gab überhaupt kein Drehbuch, es war total unscripted alles, also auch mit den anderen Gästen, die fragen uns relativ spontan und wir wollten einfach mal sehen, wie das so geht, wo das Gespräch hinläuft. Auf jeden Fall, das ist das Ende dieser Folge. Tschüss und bis bald, das sagt der Tom. Der Olli, die Julia und die Franzi. Bleibt kulinarisch. Bye, bye.